und herzlich willkommen zum neuen Vlog hier aus dem Moviepark. Ja, gestern noch im Fort Fun gewesen beim Soft Opening von Yakaris Rutschige Wasserfälle und Kleiner Donners großem Ritt oder wie das Ding nochmal hieß. Ja, dieses Jahr war ich insgesamt schon dreimal hier. Einmal um den da machen zu lassen, dann waren wir einmal hier auf großer Shopping-Tour, weil gefühlt alles um mindestens 50% produziert ist. Und heute ist ein Tag zum Genießen. Kann auch sein, dass ich heute nur bis 15 Uhr bleibe und dann nach Castrop-Rauxel zur Kirmes fahre, weil dort der Breakdancer von Noack steht. Es ist allerdings Regen angesagt, deswegen keine Ahnung, mal gucken. Ja, dementsprechend noch nichts großartig gemacht und heute geht's dann richtig los. Also dann, danke, dass ihr mich begleitet und mal gucken, was heute so passieren wird. Haut rein! Schon quasi bei der ersten Neuheit dieses Jahres. Wir haben jetzt fast überall, oder zumindest in großer Attraktion, vernünftige Schilder mit den Wartezeiten. Und ich muss sagen, ist zumindest halbwegs akkurat. Ich meine, in meinem Vergleich zu den 300 Minuten bei Star Trek definitiv schon mal eine gute Neuerung. Und vor allem, es wird relativ oft noch aktuell gehalten. Also da muss man sagen, muss man mal ein Lob an den Park aussprechen. Dafür hat halt Zeit, krieg mal wieder zu. Dabei wollte ich da eigentlich Aufnahmen fürs Review für die Turbine machen. Naja, egal. Ach ja, jetzt habe ich bei dem ganzen Gerede über die Anzeigetafel schon ganz vergessen. Bennett fährt sich übrigens fast genauso wie letztes Jahr, allerdings scheinen sie wohl zumindest hinten den letzten Airtime Hill geretrackt zu haben. Zumindest fährt er sich dieses Jahr echt sehr, sehr sanft. Aber da muss ich sagen, auch gut, dafür fangen jetzt die Kurven wieder an, zumindest nach meinem Gefühl, noch ein bisschen mehr zu rappeln. Apropos Rappeln, da vorne steht ja Star Trek. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Bin ich jetzt auch schon wieder seit über einem Jahr nicht mehr gefahren, weil... Naja. Aber wie gesagt, dann gucken wir mal, wann wir das mal wieder machen. Ich meine, wie gesagt, der Park ist dafür heute für Sonntagsverhältnisse echt sauleer. Deswegen bin ich jetzt gerade auch wieder echt am Hagern, ob ich vielleicht doch den ganzen Tag hier mache oder später doch nach... Castrop-Rauxel noch fahren. Naja, mal gucken. So, Star Trek nochmal gemacht. Erste Reihe rechts. Sagen wir es mal so. In meinen Augen hat die Bahn das definitiv hinter sich. Rappelig wie sonst was. Also ich habe jetzt definitiv stärkere Schmerzen im Rücken als nach einer gewissen Bandit-ERT 2.19. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Was man so hört aus dem Ausgang, scheinen ja viele Leute die Bahn immer noch zu mögen. Dementsprechend, jeder wer Spaß dran hat, bitte. Aber nee, ich muss sagen, also ich tue mir die Bahn jetzt erstmal wieder ein Jahr nicht an. Ja, und vor allem, ich blende mal kurz das Intro zu meinem Review ein. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Review und liebe Grüße aus dem Moviepark. Ja, heute geht's, wie ihr vielleicht schon an den Bügeln seht, um die Achterbahn Star Trek Operation Enterprise im Moviepark. Und ja, würde ich sagen, Bügel zu und gute Fahrt. Habt ihr jetzt auch solche Ohrenschmerzen wie ich? Alter. Naja, aber gut, wie gesagt, positiv zu erwähnen ist zumindest, dass wir unten die LED-Leiste ersetzt haben und das ist definitiv was Gutes. Bahn sieht auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen besser aus als die letzten Jahre. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich gucke jetzt, wie ich noch so zwei Stündchen rumkriege und dann geht es endlich auf die Kirmes, denke ich mal. Ich meine, wie gesagt, heute ist ein perfekter Tag zum Fahren, weil alles relativ leer ist, aber ich muss sagen, ich will heute wenigstens so eine Runde Breakdancer machen. Also, ja, wie gesagt, bisschen Zeit haben wir ja noch und ja. Ja.
mal wieder das Ding hinter mir gemacht und komischerweise, ich finde immer noch, die Bahn ist genau das Gegenteil von Star Trek für mich. Star Trek war am Anfang echt cool, aber hat sich bei mir wirklich sehr, sehr stark verschlechtert. Und ich muss sagen, bei der Bahn habe ich am Anfang echt kein gutes Gefühl gehabt. Ich fand damals, dass die Bahn halt, nun gut, es klappert halt. Quasi seit der Eröffnung oder seit ich sie zumindest gefahren bin. Das war ungefähr ein halbes Jahr nach der Eröffnung. Und generell, wie gesagt, das ist eigentlich ein zu schneller Dark Ride und eine zu langsame Achterbahn in meinen Augen. Aber sie gefällt mir von Runde zu Runde mehr. Also, ja, schönes Ding immer noch. So, und jetzt warte ich eigentlich nur noch genau da drauf. Also wie gesagt, schöne Anlage. Hat bei mir ein bisschen gebraucht, bis es gefunkt hat, aber trotzdem. So, und jetzt kommt wahrscheinlich die komischste Überleitung, die ich je gemacht habe. Mein Lieblingsfilm ist Wild Wild West. Steht hinten. Mein Lieblingsbuch ist Die Unendliche Geschichte. Den Film haben sie verkackt. Aber das Buch ist der Wahnsinn. Ja. Also rundherum, es wird mal wieder Exe gesuchtet. Angepriesen sind 5 Minuten Wartezeit, also Walk-On. Mal gucken. Ich meine, wie gesagt, bin ich jetzt auch schon wieder seit über einem Jahr nicht mehr gefahren. Also, ja, freue ich mich schon drauf. So, und wieder eine Dreiviertelstunde rum. Ja, Excalibur gefahren, war mal wieder eine relativ schöne Fahrt. Bisschen nass geworden, aber ganz ehrlich, wie gesagt, der Wasserbahn ist ja auch dazu da, um nass gemacht zu werden. Ja, jetzt bin ich mal wieder nach Uhrzeiten Transformer gefahren. War eine besondere Fahrt. Aus irgendwelchen Gründen haben wir vorne einen Überschlag bekommen. Kenne ich nicht. Vielleicht ein neues Fahrprogramm. Wie gesagt, ich war schon länger nicht mehr hier. Und ein Tinnitus gratis. Also, puh. Manche Leute, heute leider. Naja, aber gut. Immerhin kann man sich da jetzt nicht beschweren, dass ich im Video nicht zu hören bin, weil ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter spreche, weil... Aua. Ja, ansonsten, wie gesagt, Tag neigt sich jetzt... Ach ja, stimmt. Ganz vergessen. Ich habe noch eine nette Bekanntschaft bei Excalibur gemacht. War auch ganz nett. Und das ist mal wieder so ein Punkt, das ist irgendwie, glaube ich, sogar einzigartig in der Coaster-Community. Man trifft Leute, man unterhält sich über Gott und die Welt, man spricht durch, welche Bahn man schon gefahren ist, welche Attraktionen, man weiß aber nie den Namen oder den Kanal von irgendwem. Außer man hat Merch von sich selber. Also selten, aber ja, ist mir jetzt zumindest schon öfters mal passiert. Deswegen, ja, ich wüsste nicht, dass das in irgendeiner anderen Community auch so ist. So. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt noch mal ein Ründchen, guck, ob ich vielleicht sogar mal wieder eine Runde Jetski fahre. Ich meine ganz echt. Ich war jetzt im Taunus Wunderland und in Eifelpark Gondorf, stand jedes Mal vor dem Wasserkarussells, bin sie aber nicht gefahren, weil ich Begleitung dabei hatte und sagen wir es mal so, wenn du halt in einem Park nicht so oft bist, hat natürlich was anderes Priorität, ne? Aber ja. Hätte ich euch ansonsten nämlich ein On-Ride noch mit reinschneiden können. Das Einzige, was ich euch jetzt vielleicht noch mal mit reinschneiden könnte, wäre vielleicht ein On-Ride vom Topspin aus dem Walibi Belgien. Denn er hat nämlich exakt dieselben Fahrprogramme. Und ja, nur eben ein bisschen länger und... Ne, warte mal, ein bisschen kürzer, so rum war das. Und er hier fährt die halt relativ gemächlich hintereinander ab. Ja, ansonsten, wie gesagt, schade, dass meine eigentliche Lieblingsattraktion Sidekick zu ist. Wer mehr hierzu hören möchte, kann sich eventuell sogar schon das Review zur Turbine Haberkorn anschauen, weil ich da nämlich auch ein bisschen drin darüber erzählt habe. Und ansonsten, wie gesagt, vielleicht wird ja auch nochmal ein eigenes Video zu Sidekick folgen. Denn auch Sidekick hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Vor allem, wenn man so mal Richtung Wild Wild West guckt. Naja. Und wo wir vorhin bei Neuheiten waren, ich frag mich,
Der Park hat den MP-Express geschlossen, um die Züge dann schwarz-gelb zu färben, wegen den Daltons. Und jetzt sind die auf einmal Navy-Grau. Also bei Lego wäre es, glaube ich, Light Blue-Gray vom Farbton ungefähr. Ich meine, passt zur Schiene definitiv, aber the fuck? Naja, aber wie gesagt, ein bisschen neue Thematisierungselemente. Sieht dann sicher auch nicht schlecht aus. Den Turm finde ich eigentlich sogar ganz schön. Hätte mir zwar ein bisschen Holzoptik unten noch gewünscht, aber ganz ehrlich, warum nicht? Ich bin nur kein Fan vom Torbogen. Den zeige ich euch jetzt einmal. Das ist nämlich der neue Torbogen. Ich meine, wie gesagt, ist, denke ich mal, noch nicht fertig. Ist ja auch noch kein Schild oben drauf. Und das ganze Ding soll ja auch noch umthematisiert werden, beziehungsweise noch umgestaltet mit neuen Namen werden. Aber wie gesagt, man kann gespannt sein, was hier noch folgen wird. Und es ist auf jeden Fall schon mal schöner als MP-Express vorher. Auch wenn ich finde, es kommt nichts an die Razer dran. Aber... Also als kleines Fazit zu heute, generell eigentlich ein guter Tag zum Fahren. Ich würde heute auch eigentlich länger bleiben, wenn jetzt wie gesagt nicht noch Kirmes anstehen würde, weil für mich Kirmes halt einfach eine höhere Prioritätsstufe hat. Ja, generell als Saisonstart quasi hier definitiv ein paar schöne Neuerungen, wie zum Beispiel eben die Warteanzeigen, die ja wirklich mal zumindest eine richtige Tendenz anzeigen. Wie gesagt, ach ja, neue Shops gibt es jetzt übrigens auch wieder. Zum Beispiel hier einen komplett auf Harry Potter umthematisierten Shop. War früher, meine ich, der Juwelierwagen, aber der Juwelierladen. Aber ja, wie gesagt, jetzt halt als Harry Potter. Wo wir gerade bei Shops waren, vorne der alte Red Carpet Store. Das ist der, der jetzt da vorne in Pink und Türkis erstrahlt. Der ist jetzt auch komplett erneuert worden. Quasi die ganzen Pummel-Einhorn-Sachen, die vorher eigentlich in Beverly Hills waren, sind jetzt darüber gekommen. Noch ein bisschen Krimskrams. Mit dem weiß ich, wie gesagt, nicht so ganz was anzufangen, aber gut, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Ein paar schöne Neuheiten. Das Gepäckablagesystem bei Van Helsing finde ich persönlich keine gute Idee. Hat einfach den Grund, weil da jetzt dann quasi jeder an die Taschen drankommt. Und klar, theoretisch, wenn man möchte, kann man auch bei Bandit Taschen mitnehmen. Ne? Aber wenn es dann trotzdem nochmal von einem Mitarbeiter überwacht wird, macht zumindest für den Kopf die Sache noch ein bisschen schwerer. Und ich finde, das hätte man dann wirklich nochmal besser und anders regeln können. Aber trotzdem, wie gesagt, immerhin wird etwas gemacht. Und ja, wie gesagt, Meinung zu Star Trek unverändert, Meinung zu Bandit unverändert. Ja, Highlight für heute war, glaube ich, dann schon wieder fast Studio Tour und Excalibur. Und ja. Jetzt setze ich mich vorne nochmal vors Event Center. Schon nochmal, ob ich alles dabei habe. Und dann geht's auch schon los Richtung Castrop-Rauxel zur Altstadt-Kirmes. Und dann kann endlich wieder der Breakdancer von... Was heißt hier endlich? Ich bin ja noch nie gefahren. Dann sehe ich endlich mal den Breakdancer von Noack. Und Kesseltanz und so weiter. Das wird schon. Also dann sieht man sich drüben in Castrop-Rauxel. Bis gleich. Und darf ich nochmal hinzufügen, dass ich es echt geil finde, dass das alte Paradenlied hier endlich wieder läuft. Aber ich muss sagen, das haben sie schön gemacht. Und jetzt warte ich wieder auf den Zug. Den da.
So, die Tortur hat wenigstens jetzt ein Ende. Ich habe es jetzt zumindest hier hingeschafft. Ich habe mich ungefähr 5-mal verfahren. Und vor allem, ich stehe jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, weil um 18 Uhr soll es anfangen zu regnen. Es ist 5:30. Also dementsprechend ab zum Breakdancer Noack und ja, melden tue ich mich dann, wenn ich noch Zeit habe. Noack noch mal gemacht. Der ist hinter mir. Sagen wir es mal so. War gerade voll. Jetzt ist gerade wieder relativ leer. Und sagen wir es mal so, vom Getriebe her, vom Mittelbau kann er nicht so viel. Aber die Gondelkreuze, meine Fresse, die ziehen es raus. Wird zwar definitiv nicht mein Lieblingsbreakdancer, aber trotzdem wunderschönes Gerät. Hat sich definitiv gelohnt, dafür hier runterzufahren. So. Jetzt gucke ich mal, was ich noch vor dem Regen alles hinkriege. Ja, mal schauen. Haut rein. So, die Zukunft, die Zufälle häufen sich. Zufälligerweise der Schausteller, deren Namen ich gerade vergessen habe, wo ich schon auf Stärker unter Palm käme, müssen wir meine Brezeln holen, ist gerade da. Und Langenberg, die ich auf Münster in der Tat zu schätzen gelernt habe,
habe ich gerade auch hier wieder getroffen. Dementsprechend vielen Dank für die schönen Tours, werde ich mir jetzt erstmal genehmigen. Und ja, ich glaube, dann drehe ich im Auto die Abmod, weil es fängt jetzt langsam an, wirklich eklig zu werden, vor allem nach der Runde mit Dings da, Becherspiel. Also dementsprechend, ich sage da mal guten Hunger, Mahlzeit. So, mir war ja vorhin der Name entfallen von meiner quasi Stammbrezelbude. Das ist Presslers Brezelkorb. Natürlich. Ja, wie gesagt, Castrop Rauxel war ich jetzt eine Stunde ungefähr. Das heißt ja ungefähr ziemlich genau sogar eine Stunde. Sehr kleine Kirmes, sehr schlauchige Kirmes. Erinnert mich sehr an die von Hagen. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, also von der Beschickung her schienen sie mir dieses Jahr ein bisschen größer zu sein in Hagen, laut Beschickungsliste. Deswegen, keine Ahnung, ich kann es ja mal einblenden, was ich damals erlebt hatte bei Hagen. Oder ihr schaut euch einfach den Vlog an. Ja, aber wie gesagt, die Kirmes hier ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Ich meine, wie gesagt, das Klientel ist halt so... schwierig, aber von der Beschickung her, wie gesagt, das Highlight heute auf der Kirmes waren definitiv neben den Churros, meine Güte, die sind echt gut, von Ronny Landenberg, also wie gesagt, mit weißer Schokolade kann man nichts falsch machen. Ja, und wie gesagt, an sich, Street Jump hat Spaß gemacht. Ich habe zwar leider nicht die Freifahrt gewonnen, aber gut, habe ich ja dafür im Bottrop gewonnen gehabt. Und, also war jetzt natürlich nicht der Street Jump im Bottrop, aber na, ich meine, wie gesagt, Scheibenwischer fahren sich ja eh alle sehr, sehr ähnlich, finde ich zumindest. Ja, wie gesagt, die anderen Sachen hatte ich jetzt gerade ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Die Berg- und Talbahn, die dort stand, ja, hätte ich zwar gerne mitgenommen von Reminder, aber war halt ein bisschen sehr, sehr voll. Und Kesseltanz musste jetzt bei mir auch nicht unbedingt sein. Ja, und Fighter war wie gesagt auch voll und es regnet ja zudem noch ein bisschen. Das heißt, ich tue euch jetzt auch nicht unbedingt einen Gefallen, wenn ihr quasi die ganze Zeit nur Tropfen auf der Linse habt. Ja, aber wie gesagt, hat sich trotzdem gelohnt, hier hinzufahren, finde ich. Und vor allem, ey, die Chips von Noack, die sind ja mal der Hammer. Blende ich euch mal ein. Alter, ey. Also, ja, schnieke Dinger. Die Ehrenkarte von Wingen da, die sieht zwar noch ein Ticken besser aus, was Breakdancer-Chips anbelangt, aber ansonsten spielt die schon echt in der oberen Kategorie mit. Also, das gefällt mir. Und der Breakdance kann auch einiges. Ich meine, klar, jetzt waren, ich glaube, zwei Sterne kaputt. Zwei oder drei Sterne. Dann noch hinten an der Rückwand der Number One-Stern. Und wobei ich da halt nicht weiß, ob der hinten aus war. Und ja, die Moving Heads sind jetzt natürlich auch abgedeckt gewesen wegen dem Regen. Aber wie gesagt, trotzdem von der Fahrt her, okay, es ist halt ein kleiner Breakdancer, elektrisch, wie ich schon sagte. Die sind ja eh immer ein bisschen, naja. Also ich persönlich mag halt einfach lieber die klassischen, Bonner zum Beispiel. Aber das ist halt ja auch wieder eine ganz spezielle Kategorie, deswegen, ne. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, beende ich dann heute mal den Tag und das Wochenende vor allem. Wie gesagt, schaut euch gerne das gestern aus dem Ford Fun an. Das war auch ein sehr, sehr schöner Tag. Eben mit dem Soft Opening von Yakari und noch ein, zwei Informationen durch den Magier Till Frömmel. Also gerne einmal mit reinschauen. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr mich begleitet habt. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.